Hallo Leute, willkommen bei diesem Sims 4 Baby Update Video. Heute sind die Babys erschienen, also heute für mich, gestern für euch. Im Basisspiel gibt es jetzt bei Sims 4 die Babys, die neuen Babys, die offiziell auch Säuglinge heißen, was mir aber nicht gefällt. Und ich freue mich ganz, ganz doll auf die neuen Babys. Und ich will die jetzt zuallererst mal erkunden, was es mit den Babys auf sich hat, wie man mit denen umgeht und so. Natürlich habe ich schon Videos gesehen und Blogbeiträge gelesen und. Aber das ist ja nochmal was ganz anderes, als es direkt selber auszuprobieren. Und für den allerersten Anfang habe ich jetzt hier die Lea Winter überredet, dass sie sich für uns schwängern lässt. Die kriegt jetzt ziemlich bald ein Baby, denn es gibt ja auch Änderungen bei den Neugeborenen und die will ich natürlich auch mitkriegen. So, vielleicht können wir hier gleich mal das künftige Babyzimmer einrichten. Ich habe hier auch ein bisschen Geld gegeben. So, das mache ich hier gleich mal. Bauen. Nein, nicht bauen. Das lassen wir, wie es ist. Und ich denke mal, ich stelle auch eine Wiege rein, damit sie das Baby hier zu Hause kriegen kann. Oh, ist das der neue Teppich? Oh, das ist ja cool. Den packe ich hier mal hin, dann können wir näher ran und können mal die Farbvarianten angucken. Na, vielleicht sollte ich mehr so hier hinklicken. Ja. Nun gut, es ist in der Mitte. Es sind alles sehr blasse Farbtöne, aber das passt ja auch zu Babys. Bei Kleinkindern wird es dann poppiger bunt, aber bei so kleineren Babys passt das schon besser mit zarteren Farben. Aber die sind schon zum Teil sehr grau und gedeckt. Nun ja. Oh, hier Melone. Aber ich glaube, der ist ganz hübsch. Ich nehme mal so einen hier. Ach so, aber eigentlich will ich ein neues Babybett nehmen. Wir hatten ja bisher immer die da. Und es gibt neue. Dachte ich zumindest. Wo sind sie denn? Da sind sie. Die neuen. Die Korbwiege. Ich sollte hier vielleicht auch ein bisschen mehr Licht anmachen. Ja, das mache ich gleich mal. Ich stelle die Wiege mal hier hin und hänge hier eine Lampe rein. Es ist ja eine fürchterliche Funzelbude. So, das war mir beim leichten Umbau gar nicht so bewusst geworden. Ich nehme einfach hier mal diese einfachen, schlichten. Die sind jetzt zwar nicht sehr stilvoll, aber die machen ein gutes Licht. Okay, jetzt wieder zurück zu den Kindern. Also, jetzt gucken wir uns mal die Farben von diesen neuen Babywiegen an. Meines Wissens kriegt man die jetzt auch kostenlos mit, wenn man im Krankenhaus ein Baby kriegt und kein Bett zu Hause hat. Ah, so, hier sind die Farbvarianten. Es sind schon deutlich mehr Farbvarianten als früher so. Finde ich ganz gut. Oh, mit Regenbogen. Eigentlich finde ich Regenbogen für Kinder ja eine tolle Sache. Ist ja auch ein Basisfeature in Kindergärten und so. Hat aber die Bedeutung ziemlich gewandelt. Aber ich mag Regenbögen für Kinder sehr gerne. Ich lasse die jetzt mal hier so in den Weißtönen. Wir wissen ja noch nicht, was es wird. Und dann stellen wir auch gleich in ein Kinderbettchen rein. Also kein Kinderbett, sondern ein Kinderbettchen oder ein Babybettchen. Hier, das ist wohl das Reise-Kinderbett.
Hier im Spiel, mal gucken, geht das nur für Säuglinge, aber im echten Leben sind diese Dinge 1,40 lang, oft genug zumindest. Das, was ich mal gekauft habe für die Enkel, ein Standardmodell ist tatsächlich 1,40 lang. Da passen irgendwie halbe Schulkinder rein. Ist aber mehr, also hier jetzt nur für die Kleinen. Dann gibt es dieses hier, der Klassiker sozusagen. So. Ah, und das wird praktisch immer von vorne begangen. Gut, wie die Babywiege. Ups, aber zum Farbanzeigen dreht es sich einfach um. Jetzt gucken wir mal die Farben durch. Ja, das ist so der übliche Basisspielkatalog an Farbvarianten, würde ich sagen. Nehmen wir auch erstmal weiß und färben dann später um. Es gibt hier auch diese da. Jetzt ist die Frage: Dieses Babybett kann zu einem Kleinkindbett verbessert werden. Und dann sieht das Bett so aus, wenn man das umbaut. Aber da braucht man meines Wissens mindestens Level 2 der Geschicklichkeit. Man muss also vorher viel reparieren oder an der Werkbank trainiert haben, um das umbauen zu können. Aber wenn man jetzt nicht ständig neue Babys und neue Kleinkinder hat, sondern ja, eine organisch wachsende Familie und dann hat man das Zimmer für die, weiß der Geier, leer und die wird dann zum Kleinkind, dann macht das durchaus Sinn, so ein Wechselbett zu haben. Für meine 100 Baby Challenge macht das weniger Sinn, weil ich ja sonst immer hin und her bauen muss. Aber ich finde es ein super Feature, dass man das umbauen kann. Gibt es ja auch im echten Leben. Das hier ist das normale Kleinkinderbett und das ist hier das Äquivalent. Das sieht ähnlich aus als Babybett. Das finde ich ganz schön von den Farben. Müssen wir wahrscheinlich wieder drehen, um die Farben hier durchzugehen. Diese Farben, die kennen bestimmt die meisten von euch aus dem Basisspiel von diesen Spielkisten und eben dem Kleinkinderbett, dem Bücherregal und, und. Finde ich fast schöner als dieses hier. Ich stelle mal dieses hier hin. Aber vielleicht erst mal eine neutralere Farbe. Und dann sehen wir, was es wird. Grün. Ja, grün ist neutral. Es ist zwar auch blau dabei, aber. Und dieses hier gibt es, glaube ich, auch noch in Babybett-Variante. So. Ah, das sieht schön urig aus. Ja, auch in den üblichen Farben finde ich auch ganz schick. Halt sehr rustikal. Und etliche Spielsachen haben neue Bedeutungen gekriegt. Also sind auch für Babys geeignet. Oh, hier, wie schnuckelig. Unterstützt Kinder, unterstützt Säuglinge. Ja, also damit kann man vom Säugling bis zum Schulkind spielen. Das ist doch nett. Und die Bauklötze sind auch gut für Säuglinge. Und hier gibt es jetzt noch so eine Rassel. Das ist doch auch cool. Geht auch von Säugling über Kleinkinder bis zu Schulkinder. So, und hier gibt es meine erste Bibliothek. Oh, ein Bücherregal. Ich weiß nicht, ob das jetzt neu dazu gekommen ist. Aber das macht durchaus Sinn, sowas zu haben. Das stelle ich hier mal an die Seite, dass wir was vorlesen können.
Windelstapel. Ja, ein Dekoobjekt. Hier gibt es noch das flauschig weiche Plüschi-Spielzeug. Also gibt es jede Menge. Die Wickeltische, die gibt es leider erst mit dem großen neuen Pack. Das dürfte auch Deko sein. Ich hätte ja eigentlich Wickeltische passend gefunden, weil, ja, also auch im Basisspiel, weil ich denke mal, ein Wickeltisch gehört einfach standardmäßig dazu, wenn man Babys hat. Obwohl, es gibt auch welche, die einfach auf dem Boden, auf dem Sofa oder auf dem Bett wickeln. Also echte Eltern, meine ich jetzt. Hier gibt es jetzt noch einen neuen Teppich. Ich glaube zumindest, dass der neu ist. Soweit ich mich erinnere, wurde der öfters mal gezeigt. Ist das der? Ich glaube ja, das ist der. Hier mit den Wolken ist doch niedlich. Ich nehme mal den mit den Wolken. Ja, vielleicht sollte ich jetzt hier noch einen Mülleimer reinstellen. Und dann gucken wir mal später nach anderen Sachen. Wir nehmen einfach mal einen normalen Mülleimer, denn die Windeln, die verschwinden jetzt nicht mehr im Nichts, sondern die Windeln sind auch bei den Neugeborenen jetzt Objekte, die stinkend umherstehen, wenn man sie nicht wegräumt. So. Oh, wir haben ja auch noch so tolle Wandbelege und also so Zierobjekte für Wände. Aber ich würde sagen, jetzt warten wir hier erstmal ab. Sie kriegt ja auch erstmal das Neugeborene, weil ich will auch die Neugeborenen sehen. Ich mach's mal schneller. Mal gucken. Ja, also ich habe extra darauf geachtet, dass sie schon länger im dritten Trimester ist. Aber nicht zu lang, weil ich wollte ja, dass sie hier noch schwanger ist, dass wir das Neugeborene von Anfang an mitkriegen. So. Ja, du könntest ja noch mal baden gehen. Ich habe sie hier ein bisschen mit optimalen Sachen ausgestattet, damit sie gut ausschlafen kann, schnell duschen kann und so weiter. Jetzt geht sie eh ins Bett. Ich denke mal, dann, ja, dann kommt das Baby sehr bald. Na, jetzt muss sie erst noch mal. Ja, ab auf den Topf. So. Ich glaube, wir können wieder schneller laufen lassen. Ist sie denn ausgeschlafen? Naja, nicht so ganz. Naja, die ist wohl eine Spätgebärende. Also im Sinne von, das Baby wird übertragen. Es müsste eigentlich längst da sein. Aber ich denke mal, es geht jetzt schnell. So, na immerhin hatte sie jetzt noch Zeit, was zu essen, das ist doch ganz gut. So, ich habe sie auch die ganze Zeit Salate kochen lassen, damit sie kochtechnisch dann schon so weit vorbereitet ist. Hier, geh noch mal. Ja, sie liest offenbar gerne. Ich muss sagen, hier dieses Bücherregal, von dem ich nicht weiß, ob das jetzt ganz neu ist oder schon ein bisschen älter, finde ich richtig genial irgendwie, weil das so wenig Platz wegnimmt. Travis, nee, wir können gerade nicht. Das ist der Vater. Das hat sich so ergeben, weil der zum zur Willkommens, wie heißt das nochmal? Also als er eingezogen ist.
als dann die Nachbarn gekommen sind. So. Ja, die braucht jetzt für ihr drittes Trimester fast einen Tag länger, als ich damit gerechnet habe. Meistens dauert jedes Trimester ja einen Tag. Und dann habe ich das extra so ausgerechnet, dass die Geburt kurz bevorsteht, wenn wir hier loslegen. Und jetzt lässt sie sich noch ganz erheblich Zeit. Aber das wird schon kommen. Jetzt pulsiert es. Das ist gut. Wenn es pulsiert, dann geht's los. Jawohl, die Wehen haben eingesetzt. Super gut. Dann bekomm doch mal dein Baby. So. Ja, sie ist schon auch ganz schön dick geworden. Also um den Bauch rum. So, es ist ein Junge. Maruis, nee, Julian ist okay. Nubu, So. Yaftami, Nubu, Na, der sieht ja fast aus wie ein kleiner Vampir. Yaftami. So, jetzt gucken wir hier mal. Kann man jetzt hier ihn umziehen? Fütternpräferenz wählen. Das finde ich schon mal gut. Bevorzugt stillen. Das ist ja eins der neuen Features. Und jetzt, wo ist das Füttern? Ah, hier ist das Füttern. Ja. Da muss man jetzt, glaube ich, einmal mehr klicken. Die, das Freundlich-Menü wurde ja auch umgebaut, beziehungsweise ich glaube, alle Interaktionsmenüs, aber vor allem bei dem Freundlich-Menü wirkt sich das stark aus, weil da gab es ja tausend Optionen und man hat sich da so durchgeklickt, wo finde ich jetzt das und wo finde ich jetzt das und das hat sich geändert. Vielleicht kommt der Travis ja mal vorbei, dann können wir mit dem mal reden. So, schon fertig gefüttert. Ah, und was sich jetzt auch geändert hat, ist, wenn man jetzt sagt, mach mal liebkosen und füttern und schaukeln und alles, mach hier nochmal angurren und hüpfen und liebkosen und schaukeln, dann wird das Baby nicht nach jeder Interaktion immer wieder in die Wiege gelegt, sondern das wird dann einfach im Arm behalten und die nächste Aktion gemacht. So, jetzt sind wir hier schon bei der nächsten Aktion. Zack. Jetzt hat sie sich schon fertig gekümmert. Okay, das mit den neuen Kleidern für die Babys ist, glaube ich, erst bei dem Pack enthalten. Denn die, also die Neugeborenen, die sollen jetzt auch wechselbare Klamotten haben. Also da hat man dann die Auswahl unter 20 verschiedenen von solchen Strampler. Aber das ist hier offenbar noch nicht vorhanden. Ja, angeblich haben die jetzt die korrekte Hautfarbe, die sie auch im späteren Leben kriegen. Ich frage mich allerdings schon, warum dieses Baby praktisch weiß wie ein weißes Stück Papier ist, weil die Mutter würde ich jetzt eher so als hellrosa bezeichnen und ich glaube, der Travis ist auch hellrosa. Die sehen beide nicht aus wie ein weißes Stück Papier oder ein Vampir. Aber das werden wir sehen, wenn der kleine Racker jetzt gealtert wird. Das machen wir jetzt nämlich. So, Babypflege, älter werden. Jetzt wird's spannend. Und es sind zwar tolle Änderungen von den Neugeborenen, die auch längst überfällig waren.
Jawohl, Julian ist älter geworden. Jetzt gibt es hier neue Eigenschaften, sensibel. Und jetzt ist die Frage, soll ich die alle vorlesen? Okay, ich denke, ich lese die mal vor und dann machen wir einfach mehr als ein Video hier zu dieser Erkundung. Sensibel. Diese Sims neigen zu Windelausschlag, sind wählerisch beim Essen und können durch zu viel Spielen und zu viele soziale Interaktionen überreizt werden. Wenn sie in den Schlaf gewiegt werden, sind sie nachts ruhiger. Okay, sonnig. Diese Sims lächeln und kichern viel und mögen den Kontakt zu anderen Sims, wodurch sie jedoch auch mehr gesellschaftliche Aufmerksamkeit benötigen. Zappelig. Diese Sims sind ständig in Aktion und möchten spielen und sich bewegen. Sie haben jedoch häufig Einschlaf- und Konzentrationsprobleme. Ruhig. Diese Sims betrachten gerne ihre Umgebung, weinen weniger, werden nicht so schnell wütend und werden bei Aktivitäten nicht so schnell müde wie andere Säuglinge. Allerdings gehen sie aus eigenem Antrieb nicht besonders gerne auf Erkundungstour. Vorsichtig. Diese Sims mögen Vertrautes und gewöhnen sich nur langsam an neue Erfahrungen, Orte und Sims. Gefühlsstark. Diese Sims sind sehr emotional und leicht zu beschäftigen, dafür aber nur schwer zu beruhigen, wenn sie schlechte Laune haben. Das ist ja schon interessant. Und außerdem gibt es, glaube ich, auch noch die Quirks, die heißen, glaube ich, Marotten auf Deutsch, und die treten aber erst so nach und nach zutage. So, ich würde sagen, wir würfeln mal. Und ich plane ja eine 7-Baby-Challenge gleich im Anschluss an dieses Baby-Erkunden, wo ich gleichzeitig 7 solche Babys durch ihr Babyalter begleite. Das wird also ja, schon ein paar Tage dauern, selbst bei kurzer Lebenszeit. Und das wird bestimmt wahnsinnig anstrengend, aber ich hoffe, dass ich dadurch dann lerne, wie man am besten mit den Kleinen klarkommt. Und da werde ich jedem der Babys eine unterschiedliche Eigenschaft geben und bei dem 7. würfel ich dann. Und bei diesem hier würfel ich auch mal. Okay, also Julian ist ein Sensibelchen. So, jetzt müsste er auf den Boden fallen. Jawohl. Oh, wow, er sitzt schon. Okay, das ist ja cool. Das ist aber also ein sehr fortgeschrittenes Sensibelchen. Ist der niedlich? Ich finde auch lustig, was der anhat. Also die Mütze muss jetzt eigentlich drinnen nicht unbedingt sein, aber diesen Regenbogenpulli finde ich cool. Okay, soweit ich weiß, ist, wenn man das Pack installiert hat, dieses Zusammenwachsen-Pack, dann können die Babys nicht von Anfang an sitzen. Die... Oh! Na sowas, die müssen das dann erst lernen. Die können am Anfang, glaube ich, nicht mal den Kopf heben. Aber er kann jetzt offenbar schon krabbeln und sitzen. Das ist jetzt alles noch Basisspiel. Und er ist jetzt sofort zu den Bauklötzen gerannt. Wie süß ist das denn? Na, da muss ich doch gleich mal hier so. Ein kleines Bild, Mann, der ist ja absolut putzig, der Kleine. Sehr süß. Er freut sich gleich. Ich glaube, wir werden viel Spaß haben. Aber bei der 7-Baby-Challenge, das wird ja wahrscheinlich ein niedlicher Albtraum. Ist der süß. Jetzt gucken wir mal. Der hat hier die ganzen normalen Eigenschaften, also Bedürfnisse. Gut. Ja, wir sollten ihn auch baden, weil da gibt es, glaube ich, eine schöne Interaktion in der Badewanne.
Und jetzt bräuchte er schon ein bisschen Aufmerksamkeit. Mutterchen, du kannst dich ja mal um deinen Kleinen kümmern. Ach, das haben die schon von selber vor. Gut. Dann wollen wir mal sehen. Er krabbelt jetzt hier ganz fleißig zu Muttern hin. Wir sollten vielleicht auch einen Hochstuhl kaufen. Das machen wir gleich mal. Ach, ich finde den ja putzig. Na, da kommt der Herr Papa. Ja, lassen wir ihn mal rein. Herein bitten. Und vielleicht gehen wir mit ihm jetzt mal in den Kass. Im Erstell ein Leben nehmen. Leben nehmen? Ist eine Option im, im Menü von den Sims. Ich setze ihm mal die, hier die lustige Mütze ab. Die ist zwar niedlich, finde ich. So, jetzt sehen wir den Bub. Oh, der sieht schon dem Papa etwas ähnlich. Jetzt sieht er auch nicht mehr aus wie ein Vampir. Okay, ich glaube, ich lasse ihn mal so. Wir können ja auch mal die Haare durchgehen. Denn man kann die ganz normal im Kass bearbeiten. So sieht er schon fast aus wie ein Kleinkind. Wobei, es gibt ja Babys, die solche Haare haben. Neugeborene gibt's mit solchen Haaren. Meine Söhne hatten, also der Ältere hatte ungefähr so viele Haare, der Jüngere. Und er hatte was so zwischen diesen beiden, hatte aber auch ordentliche Haare. Und die ganzen Enkelkinder hatten auch solche Haare von Geburt an. Jo, aber ich finde, das, da denkt man an, zu sehr an Kleinkinder. Nehmen wir die hier oder diese Frisur. Die hatte er gehabt. Ich denke mal, das passt schon. Ja, jetzt gucken wir noch, was es da sonst noch so gibt. Gucken wir mal hier. Ja, sehr viel Auswahl gibt es da natürlich nicht. Ja, hier gibt es... Das ist jetzt Nachtwäsche, okay. Das ist doch hübsch. Oh, wie süß. Dann hier noch für den Winter. Also, sieht aus wie für den Winter. Das Party-Outfit. Das warme Wetter-Outfit. Oh, wie niedlich. Viele der Outfits sind auch von den kleinen Kindern übernommen. So, und da, ich denke mal, das lassen wir, weil das gefällt mir gut. Und die Hose, da drehen sie sich dann um, damit man sie von hinten sehen kann und damit man die Hose besser sehen kann. Die lassen wir auch, die Hose. Gibt es auch Schuhe für die Babys? Auch hier so kleine Tierpantinen. Aber wir lassen die hier. Okay. So, jetzt brauchen wir unbedingt einen Hochstuhl für dich. So, die sollen ja jetzt funktionieren, die Hochstühle. Bin ich ja mal gespannt, ob das stimmt. Es ist ja kaum zu glauben. Aber wir werden sehen. Und zwar nimmt man da die gleichen Hochstühle wie für die Kleinkinder. Das finde ich sehr praktisch. Und es ist ja auch realistisch. Also normalerweise hat man heutzutage häufig auch so Umbau-Hochstühle. Die dann am Anfang so sind, oft noch mit so einem Polster drin für die noch kleineren. Manchmal sogar mit so einer Wiegenhalte, also so wie bei so einem Autositz, so eine Halterung, dass man selbst die 2 Monate alten da schon so reinhängen kann in den Hochstuhl.
und dann ziemlich lange in dieser Phase. Und wenn sie dann größer sind, dann wird dieser Tisch abgemacht, dieses kleine Vortischchen. Und ja, wird dann praktisch immer mehr so abgestuft. Es gibt auch welche, die so stufenweise dann runtergesetzt werden können und so. Nehmen wir den mal passend zu den anderen Stühlen. Okay. Und dann gucken wir uns jetzt auch mal hier die Wände an. Denn da soll es auch einiges Neues geben. Das hier leuchtet. Na, das leuchtet wohl, weil ich da gerade drin bin. Ich meine, das hier ist hier alles irgendwie, ja, alteingesessen. Ich gehe mal hier in, ich glaube, nicht in Farbe, obwohl hier in Farbe sind auch viele solche hübschen Sachen. Tapete. Oder sind die neuen Sachen nur die Decals, also die großen Aufkleber? Weil das hier sieht für mich jetzt alles so aus wie schon immer sozusagen. Da sehe ich jetzt nichts Neues. Vielleicht gibt es hier bei diesen typischen Kindersachen neue Varianten. Aber nee, es sieht nicht so aus. Das ist dasselbe wie immer. Ja, dann lasse ich das mal in diesem Gelbton und gucke jetzt mal nach diesen Deko-Objekten. So, hier ist was Neues. Okay. Eine Kiste von mysteriöser Geschenke. Ja, ich suche hier aber kindgerechte Wanddeko. Da gucken wir mal im Basisspiel. Die kennen wir ja schon. Das ist, glaube ich, auch nichts von jetzt neu. Oder ist es womöglich nur in dem Erweiterungspack drin? Weil die sind richtig hübsch, die neuen Dekosachen. Na, dann packen wir hier so ein paar, so die üblichen Verdächtigen hin, damit es nicht so kahl aussieht. So. So. Ja, ist jetzt ein bisschen besser. Okay, da freue ich mich dann schon auf die. Ups. Auf das Erweiterungspack. Okay, ich denke fast, ich mache mal einen Schluss mit dieser Folge. Eigentlich wollte ich das in einer Folge abhandeln, das Thema. Neue Babys erkunden. Aber ich merke jetzt schon ganz klar, das würde zu lang werden. Und bevor ich dann ein 1,5 Stunden langes Video mache, denke ich mir, mache ich lieber mehrere, die ich aber gleich alle hintereinander heute poste. Also, wenn ihr dieses Video gesehen habt, wird nach wenigen Minuten das nächste gleich erscheinen. Denn ich will auch so schnell wie möglich mit der 7-Baby-Challenge anfangen und darum nicht erst lange hier rumgucken, also tagelang, sondern ja, das erledigen wir alles heute, das Baby erkunden und dann geht's los mit der 7-Baby-Challenge. Okay. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.